Servus zusammen, das ist ein ganz kurzes 2-Minuten-Video. Es geht darum, schöne Landschaftsbilder zu machen und sich den Vordergrund zur Hilfe zu nehmen, um die Bilder noch interessanter zu gestalten. Hinter mir ist die feste Coburg zu sehen. Ich zeige es euch mal. Jetzt zeige ich euch das typische Touri-Bild. Moment. Weil Hintergrund ist, ich habe tatsächlich gerade Leute beobachtet, also Fotografen, 2 Stück, sind die hergekommen. Haben auch so eine Tele-Linse drauf gehabt, haben sich hier hingestellt, haben die Feste fotografiert. So in etwa. Schön scharf gestellt, wenn ich es denn hinkriege. Und bam. So in etwa könnt jetzt ihr Foto aussehen. Ich mache es aber anders. Wir haben doch hier einen wunderschönen Baum, die Blätter sind gelb-gold gefärbt. Warum nimmt man nicht diesen Vordergrund, frage ich mich. Und jetzt mache ich das Bild halt mal so. Auch hier bei dem Motiv kann es nicht schaden, wenn man mal in die Knie geht und von unten nach oben shootet. Dann ist die Perspektive noch viel, viel schöner. Ich zeige es euch mal. Und ich spiele mich jetzt hier, mache 1, 2 Versionen, gehe auch ein Stückchen weiter zurück und suche mir hier irgendwie eine schöne Lücke. Oh, ist das nicht wunderschön, Leute? Boom. Feste eingerahmt. Für so ein Bild nehme ich mir auch echt mal 5 oder 10 Minuten Zeit. Aber da kommt halt auch was bei rum. So Freunde, das war mein Quick-Tipp. Landschaftsfotografie und unbedingt einen Vordergrund einbauen, damit das Bild interessanter wird. Nicht die Standard-Knipserei machen, ist meine Devise. Wenn ihr was mitnehmen konntet für euch, gebt mir gerne ein Like für das Video. Ansonsten sage ich Bye Bye heute aus Coburg aus dem Hofgarten. Ciao.